rund ums Schloss. Masadio, alle Wege führen Rom. Zum Saprischer Schloss natürlich auch. Die meisten Touristen kriegen zuerst die Ludwigskirche gezeigt und kommen dann über den Schlossplatz zum Schloss. So einfach wollte ich mir selber nicht machen. Als Alt-Saprischer kenne ich mich ja auch ein bisschen aus und wollte einfach mal wieder durch die kleine alte Gasse gehen. Also über die Alt-Neigasse oder das Alt-Neigässchen. Hört sich schon klar an. In dem Ecke ist es noch schön ruhig. Und die paar Autos stehen Hickschens beim Fotografieren. Da komme ich auch an der Markthallestraße vorbei, wo es ja hier seit dem Krieg gar kein Markthall mehr gibt. Und stehen vor dem schönen Haus das alte Palais Bode. Von dem war auch nicht mehr viel übrig geblieben, nur dem Bombenangriff am 5. Oktober 1944. Aber sie haben es wieder aufgebaut, so wie es der alte Stengel gebaut hat. Nur das Treppenhaus haben sie sich unter den Nagel gerissen und haben es im Kreis Ständehaus eingebaut. Warum weiß ich nicht. Von der Alt-Neigasse kann man schön durch die Kirchgasse auf den Turm von der Schlosskirche gucken. Und dann steht man vor dem schönen Brunnen von der Königin Luise. Dennoch haben sie schon 1912 gebaut, aber in der Luise-Anlage an der Saar aufgestellt. Die gibt's schon lange nicht mehr. Da fahren heute die Autos drüber. Ich meine über die Stadtautobahn. Und so haben sie die Brunne auf den Platz da gestellt, da wo sie die alten Häuser vom letzten Krieg nicht mehr aufgebaut haben. Dem Andenken Preußens edler Königin Luise. Ich möchte es mo wirklich gerne wissen, wer noch an die denkt oder überhaupt weiß, dass es den Brunnen noch gibt. Auf jeden Fall ist es ein richtig schöner, gemütlicher Ecke. Und ein schöner Brunnen ist es ja auch. Da hat man mal so richtig seine Ruhe. Und dass sie nicht am Wasser sparen, finde ich auch richtig gut. Und dann gehe ich die paar Treppen hoch bis in die Küfergasse. Wie die Treppe heiße, weiß ich nicht. Es steht auch nichts dran. Kaum bin ich ganz oben, stehe ich in der Schlossstraße, sehe dann ganz hinne schon den neuen Mittelteil vom renovierten Schloss. Über den Neubau haben sie damals mordsmäßig diskutiert. Zuletzt haben sie dann den Plan vom Böhm geholt. Doch jetzt sehe ich die Anlage vom Nanteser Platz und muss mich zuerst einmal richtig ausruhen. Die Häuser, die hier gestanden haben, sind nicht mehr aufgebaut worden. Und auch die Altschlossstraße ist ein klein bisschen anders gelaufen. Die hat früher übrigens Vordergasse geheißen. Und die Anlage haben sie dann wirklich schön gemacht. Mit einem Haufen Bäum rundherum. Für die Junge und die Alte etwas. Und ein schöner Brunnen vom saarländischen Künstler namens Lothar Messner. Ich glaube von Wattgasse war der. Und weil ich ja auch Lothar heiße, gefällt mir der Brunnen besonders gut. Unser Oskar hat dann die Anlage mit seinem Nanteser Kollege Alain Chénard eingeweiht. Das war aber schon 1977. Und wenn man nicht in der Sonne sitzen will, kann man sich schön unter die Bäume sitzen und sich's gemütlich machen. Der Turm von der Ludwigskirche und auch der vom alten Rathaus sieht man von hier auch. Oben vom Schlossplatz, dort wo der alte zugedeckte Brunnen ist,
hat man eine tolle Sicht auf das Schloss mit dem historischen Museum. Und auch ganz links auf das frühere Kreisständehaus. Da ist heute das Museum für Vor- und Frühgeschichte drin. Aber zuerst gehe ich noch die Schlossstraße runter. Da kann man schön den Gang sehen zwischen Kirche und Museum. Alles ganz aus Glas. Innerhalb von der Schlosskirche kommt man dann an die Hochschlossmauer und sieht dann den riesigen Kopf vom geizigen Bäcker. Aber die Geschichte kennen die meisten Leute heute gar nicht mehr. Die haben halt nicht die Geschichte von der Elisabeth Kirsch gelesen. Das war als kleiner Bub mein Lieblingsbuch. Die Hochmauer haben dann die Planer rund 17 Meter zurückversetzt, wie dem Bau von der Stadtautobahn. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mauer ist ja früher bis an der Leinfahrt gegangen, also fast bis an die Saar. Das ist natürlich lang her. Und die Altbrick sieht mit dem komischen Stahlsteg ja auch nicht gerade toll aus. Und kaum bin ich an der Altmauer vorbei, stehen ich schon wieder vor der Stiegmauer. Da haben sie doch tatsächlich ein Stück von der Berliner Mauer aufgestellt. Zum Glück war das nicht der alte Ulbrich. Also, ich gucke ja lieber auf die Schäntreppe, die zum Schlossgarten hinaufgeht. Die finde ich einfach toll. Die Gartenanlage ist ja früher terrassemäßig bis an die Saar hinuntergegangen. Ganz früher. Und die Schäenanlage ist auch immer gepflegt. Dass das Pflege mit Arbeit verbunden ist, ist natürlich auch klar. Von nichts kommt nichts. Und weil es halt hier schön ruhig ist und gut aussieht, kommen natürlich auch die Leute, die Touristen und auch die, die hier wohnen. Und wenn man dann endlich oben ist, hat man eine ganz tolle Sicht auf die Saar und die Anlage auf der Annasaar-Seite. Dass da noch einiges los ist heute, ist nicht zu übersehen. Die Bänke und die Tische sehen zwar noch ein bisschen leer aus, aber da hängen doch tatsächlich ein paar Musiker in den Bäumen. Und die hängen ja nicht von nichts da. Und dann hört man sie auch schon. Sie sind noch am Iwe. Im Sommer ist ja sonntags immer Musik am Schloss angesagt. Heute ist ja Sonntag. Jetzt ist es rum mit der Ruhe. Aber so ist das eben. Die eine wolle Action und die andere ihr Ruhe. Jetzt aber geht's richtig los. Dann kommt die offizielle Ansage für die Band Velvet. So, einen recht schönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich zur sechsten Runde nach der Altstadtfestpause in Sachen Sonders am Schloss, genauer gesagt der Matinee. Ja, heute gibt es eine ganz besondere Band, die eigentlich schon letztes Jahr hier spielen sollte, auch im Programm drin war. Wegen Krankheit kurzfristig absagen musste. Heute sind sie da, wie ihr seht. Und ich freue mich ganz besonders auf einen Spezialblues der rauen Art. Im Übrigen hat die Band, und ich denke, da sollten wir gratulieren, Anfang des Monats die German Blues Challenge gewonnen. Thank you.
you bow over schüttelt sich ja fast aus den Kleidern. Ich habe ja die Kamera durchschlafen gelassen, aber dann habe ich doch lieber ein Stück rausgeschnitten. Ein Stückchen abseits von dem ganzen Treiben gucke die Leute lieber runter auf die Saar und mache sich ein paar schöne Bilder. Unten auf der Saar sind die großen Schiffe scheinbar all unterwegs. Aber Ideen haben die Leute. Da tun doch tatsächlich ein paar gemütlich Frühstücke. Auf einem runden Boot. Das ist halt einmal etwas ganz anderes, wie mir Saarbrücker gehre sahen. Ich habe jetzt genug gesehen. Der ganze Palaver kann ihm schon auf den Nerv gehen, wenn man nicht mehr die Jüngste ist. So spaziere ich runter am Schloss vorbei über den Platz des unsichtbaren Mahnmals. Da haben sie tatsächlich 2146 Plaster stehen verkehrt herum hingebuddelt. Von unten kann man da die Namen von jüdischer Friedhöfe lesen. Wer kann dann das lesen? Da wäre doch ein schönes Mahnmal besser gewesen. Aber ich bin ja auch kein Künstler wie die Jochen Gerz. Wie ich an den vielen Motorrädern vorbeikomme, merke ich auch, dass die Wellbets nicht für mich gespielt haben. Da gehe ich dann doch lieber ins Café und trinke in aller Ruhe mein Frühschoppe. Und gucke, wer da so alles vorbeikommt.